Darf man Menschen eigentlich als Betrüger, Lügner und Gauner bezeichnen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und in unserem nachfolgenden Fall, da ging es um ein ehemaliges Parteimitglied, das ziemlich scharf gegenüber seinen noch existierenden Parteimitgliedern in einer E-Mail über einen ehemaligen Kollegen, der auch in der gleichen Partei war, hergezogen hat. Und zwar bezeichnete er den ehemaligen Parteikollegen als Betrüger, Rechtsbrecher, Lügner, Halunken und Gauner. Und der wollte sich das natürlich nicht gefallen lassen, sagt, das ist eine Schmähkritik. Sowas von Beleidigung muss ich mir nicht gefallen lassen. Und natürlich ist das schon hart an der Grenze zur Beleidigung und zur Schmähkritik, wenn man mit solchen Worten über einen Menschen herzieht. Doch wie der Fall des OLG Karlsruhe hier zeigt, muss das nicht immer verboten sein, denn hier haben die Richter in Karlsruhe gesagt, ja, schaut man sich den Gesamtkontext an, dann wurden diese Schimpfworte verwendet in einem Gesamtzusammenhang, in dem Ungereimtheiten dieses Parteimitglieds angeprangert wurden. Und wenn ein großer Satz an Ungereimtheiten angeprangert wird und dabei solche scharfen Worte fallen, dann ist das nicht einfach per se Schmähkritik? Und in diesem Fall überwog dann die Meinungsfreiheit und insofern waren auch diese Schimpfworte zulässig und erlaubt. Also bitte fangt jetzt nicht morgen an, eure Freunde mit diesen Schimpfworten zu überziehen, denn das ist garantiert nicht von der Meinungsfreiheit ohne weiteres gedeckt. Aber scharfe, aber konstruktive Kritik, die ist erlaubt, auch wenn das ein oder andere Schimpfwort darin mal auftaucht. Wer mehr zu dem Thema Beleidigung wissen will, kann sich das Video hier anschauen. Da haben wir uns mal ausführlicher mit dem Thema auseinandergesetzt. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.